Was hättest du jetzt nicht gemacht, wenn du in Quarantäne gewesen wärst heute? Wie würde so ein Tag bei dir aussehen und wie sah er heute am Ende des Tages aus? Ja, eigentlich ganz normal. Ich bin ja nicht in Quarantäne und ich bin ja ganz normal Polizeibeamter und gehe einem geregelten Dienst nach. Und ja, und ich bin heute ganz normal an der Dienststelle gewesen. Da ist natürlich auch, sind auch Auflagen, dass man nicht mit ganz vielen Kollegen zusammen ist, dass man sich aufteilt, dass man Abstand halten muss. Und ja, da bin ich heute gewesen und habe ganz normal meinen Dienst verrichtet und bin gerade dabei, einen Podcast an den Start zu bringen in der Verkehrserziehung. Stark. Das soll am Freitag an den Start gehen, so wie es aussieht. Da kann man schon mal ein bisschen Werbung für machen. Ist für Kinder, Verkehrserziehung. Der Verkehrskasper kommt jetzt in die Häuser der Kinder und weil man ja die Verkehrserziehung nicht mehr in die Schule bringen kann aufgrund der Schulschließung, haben wir jetzt den Weg eingeschlagen und Hast du denn ein Schiedsrichtervorbild, wo du sagst, das war ein Schiedsrichter, der hat mir immer imponiert, fand ich. nee, habe ich in der Tat nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir nie einen Schiedsrichter als Vorbild genommen. Ich habe es immer so gemacht, ich habe mir immer von dem, bei dem ich mitgefahren bin, von der Amateurklasse an, immer was abgeguckt. Also es war immer schon, war auch der erste Tipp, den ich mehr oder weniger von einem ranghöheren Schiri bekommen habe. Versuch dir von jedem das Beste abzuschneiden und entwickle deinen eigenen Stil. Das ist so das, was mir immer gesagt wurde. Ich habe mir jetzt keinen rausgepickt und habe gesagt, der damals, das waren große Schiedsrichtertypen und die fand ich jetzt mega und die wollte ich unbedingt als Vorbild haben. Das war beim, ich habe nie dieses klassische Vorbild gehabt, wo ich gesagt habe, das genauso wie der will ich sein. Ibrahim fragt, was war deine größte Panne als Schiedsrichter? Meine größte Panne war, ich habe die bei Bergedorf 85 gegen die anderen, da habe ich meine gelbe Karte vergessen, weil ich in der Halbzeit auf der Toilette saß und dann ist sie mir aus der Hosentasche gefallen. Ich habe die gelbe Karte in meiner Hosentasche und da wollte ich mal schön einen verwahren und habe aber gemerkt, als ich ihn verwahren wollte und dann hinten rein und dann, ich wollte ihn verwahren und habe gemerkt, gelb ist nicht da. Ich sage, Scheiße, was machst du jetzt? Bin rausgerannt zu Tarek Kimiri, das ist mein Assistent damals gewesen, auch lange Jahre Hamburger Schiedsrichter, auch müsste bekannt sein, der Hamburger Schiedsrichter, Tarek Kimiri, beobachtet jetzt auch. Und der hat mir eine gelbe Karte gegeben. Und dann habe ich vorsichtshalber nochmal hinten reingegriffen und habe gemerkt, ich habe auch keine rote mehr. Wo die war, weiß ich nicht. Aber ja, war ein Hamburger Oberligaspiel. Boah, waren nur 300, nur 600 Zuschauer da. Gibt es bald eine DJ-Challenge gegen Dennis Eitekin? Ja, ich weiß nicht, ob wir da nochmal irgendwas starten müssen. Ich sag mal, Was würdest du denn auflegen an Musik? Was ist so deine eher Hip-Hop, House, Chill-Out, Klassik? Cordula Grün, Buddy Ogün und was habe ich noch am Start? Nein, Quatsch. Also ich höre alles querbeet. Ich bin jetzt echt kein, ganz ehrlich, das, was ich da mal auf Instagram rausgedonnert habe an meinem Keyboard, das sind voreingestellte Rhythmen und da habe ich da dreimal auf den Knopf gedrückt und dann war gut. Ich meine, du musst auch die Knöpfe erstmal finden, ohne Frage. Aber ich habe mir gedacht, das, was der Aytekin kann, das kann ich schon lange. Ne? Der dreht da dreimal irgendwelche Regler rum und lässt sich davon hinten ablichten und ist der Meinung, er ist der große DJ. Weißt du, also, es ist unfassbar und macht er immer den hier. Da werde ich wahnsinnig. Diese DJ-Kultur, die denken, die sind die Allergrößten. Wie siehst du das ganze Thema Videoschiedsrichter? Ich kann mir vorstellen, dass ihr alle super happy seid, dass es diese Unterstützung gibt. Wie bist du mit dem Verlauf zufrieden, so dass es jetzt ins Leben gerufen wurde? Wann meinst du, ist es auf dem perfekten Level, dass das so 1:1 ist? Natürlich für alle Fußballfans irgendwie ein bisschen eine verrückte Situation, aber letzten Endes ist ja Fußball mittlerweile auch ein Milliardengeschäft. Und warum, wenn wir diese Hilfsmittel haben, darauf verzichten? Siehst du das ganze Thema? Also ich sehe das ganze Thema positiv. Man muss dazu sagen, das waren ja die Schiedsrichter, die die Einführung des Videoassistenten wollten. Das waren ja die Vereine, um den Fußball gerechter zu machen. Das war ja und das ist auch nachvollziehbar, weil wenn man mal einen dicken Bock geschossen hat oder einen Abseits nicht gesehen hat, dann ist es schon wäre schon ganz gut, wenn sowas korrigiert ist. Und das wird's ja auch. Also wie gesagt, für mich ist das eine Hilfestellung und ich kriege halt keine Tomaten mehr im Laufe der Woche in irgendeiner Zeitung auf die Augen gedrückt, weil diese ganz dicken Böcke, die werden halt nie wieder passieren und das ist auch gut so. Und trotzdem bleibt ein Diskussionsbedarf da, merkt man ja immer wieder, aber den wird es immer geben, weil auch dort einfach der Ermessensspielraum da ist und über den streitet man sich halt. Man sagt, man will halt alles klar und strukturell und strikt regeln und das wird nicht funktionieren, weil der Fußball vom Ermessen lebt. Deswegen ist der Fußball so cool und so spannend und so emotional. Und das macht das Ganze aus. Deswegen glaube ich einfach, dass die Diskussionen immer bleiben werden. Man muss sich halt immer mehr daran nähern,
dass die Diskussionen geringer werden und nicht, aber du wirst sie nie, es arbeiten Menschen an dem Projekt und dann wird es auch immer Fehler geben und immer Interpretationsspielraum. Den wird es immer, immer geben und daran muss man sich einfach gewöhnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.